Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans in der Sparkassenarena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und der TSG Ludwigshafen-Friesenheim. Die Partie endete 29-21 für den THW Kiel. Zur Halbzeit stand es 13-8. Bester Torschütze war Marco Vujin mit 7 Toren und Andreas Palliker war mit 17 Paraden auch noch einer extra Erwähnung wert. Als Gesprächspartner begrüße ich von unseren Gästen Trainer Thomas König und vom THW Kiel Trainer Alfred Gislason. Herr König, Ihr Statement bitte. Ja, guten Abend alle miteinander. Glückwunsch an Alfred und seine Mannschaft für den Sieg. Aber ich denke, wir haben uns sehr gut aus der Affäre gezogen, sind etwas schwer ins Spiel reingekommen, hatten in der Anfangsphase bis zur 14. Minute, denke ich, eine sehr, sehr schlechte Chancenauswertung, was auch die Gehaltenen vom Torwart zeigen. Dann muss man sagen, wo wir dann im Spiel waren, hat dann Kiel eine schlechte Chancenauswertung, dann hat sich dann gedreht, da denke ich auch Clear eine sehr starke erste Halbzeit gezeigt, sodass sich das dann aufgehoben hat von der Chancenauswertung her. Zweite Halbzeit haben wir gekämpft, wir wollten uns hier achtbar aus der Affäre ziehen, wir wollten Kiel ärgern, solange es ging, und dann bis zur 50. Minute beim 22-18 haben wir auch ein sehr gutes Spiel, hauptsächlich in der Abwehr gezeigt. Denke, wir können erhobenen Hauptes wieder die Heimreise antreten. Wir hätten uns gern noch ein engeres Ergebnis gewünscht nach dem Zwischenstand nach 50 Minuten. Denk aber, dass für uns das Ergebnis und das Spiel heute soweit in Ordnung war. Vielen Dank. Alfred, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Zufrieden bin ich mit den zwei Punkten, aber wie gesagt, wir haben gut angefangen und dann, glaube ich, haben wir irgendwo Mitte der ersten Halbzeit schon 6 freistehende hintereinander verworfen und damals oder da statt da Möglichkeit haben wegzuziehen danach war das Spiel nie so, dass wir uns richtig absetzen konnten, nur am Ende. Ich bin ein bisschen, weiß nicht, ob das das Spiel gegen La Rioja in den einen oder anderen in den Knochen steckt, wird sicherlich so sein. Aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr Konzentration bei den freien Bällen gewünscht heute und bin eigentlich insgesamt alles andere als zufrieden mit unserem Spiel. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gibt es Fragen an die Beteiligten? Erik? Was ist mit Johann irgendwie, oder warum hat er anders gefragt? Warum hat Palika heute drin gestanden? Johann hatte ja irgendwie eine Grippe. Diesmal gar nichts. Also das war einfach, Palle hat sehr wenig gespielt, sehr lange oder mehrere Spiele kaum gespielt, nur das eine Spiel gegen Melsungen, wo Johann eine Woche im Bett lag und diesmal war der kerngesund und Palle hat diese Gelegenheit eigentlich ganz ordentlich genutzt. Also deswegen habe ich auch überhaupt keinen Grund gesehen, ihn da rauszunehmen. Also hat seinen Job gut gemacht. Also den hat er, der muss man ganz ehrlich sagen, auch gegen Melsungen hat er sehr gut gehalten. Also das ist nicht so. Nur in dieser Saison war Johann der deutlich stabilere, aber diesmal und hat natürlich immer Vorzug von mir bekommen. Oder fast immer. Aber Palle hat seine Sache gut gemacht und ein bisschen anders als meine Abwehr. In Phasen war es in 2000, wo ich sehr unzufrieden war mit der Abwehrarbeit. Da haben die ein paar Mal komplette Stiche gelassen. Gibt es weitere Fragen? Herr Gislason, Sie sprachen die freien Bälle an, die Ihre Mannschaft vor allen Dingen verworfen hat. Die freisten sind ja nun mal die 7 Meter. Heute hat nicht mehr Christian Sprenger angefangen, wie am Donnerstag gegen La Rioja, sondern Niklas Ekberg. Geben Sie das eigentlich vor und wie zufrieden sind Sie, wenn erst der dritte 7 Meter reingeht? Ja, wie immer, dann gebe ich das vor, wer wirft. Und diesmal hat Ekberg wieder seine Chance bei 7 Metern nicht genutzt. Sprenger hat seine Chancen bis hier eigentlich ganz ordentlich gemacht, hat aber sein Zimmerkollege komplett da angeschlossen, hat genauso geworfen wie der und genauso ist er gescheitert und dann kam Kaneas und hat das überragend gemacht. Gibt es weitere Fragen?
Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir sehen uns hier wieder am Mittwoch, dem 15. Oktober, zum Heimspiel gegen den TuS N. Lübbecke. Bis dahin können Stammblattinhaber auch noch ihr Vorkaufsrecht für das 18. Heimspiel gegen Balingen einlösen im Ticketcenter der Sparkassenarena und in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten. Alfred und seinen Jungs wünschen wir eine schöne Tour nach Brest und danach im Anschluss gleich nach Berlin und wünschen ihm dann natürlich viel Erfolg und unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss.